Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Disney. 2 wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur wie jedes Wochenende, der dieses Wochenende auf dem Turm steht, hier hinten beim Hangar, wo er immer ist, wenn er auf dem Turm unterwegs ist. Wie es euch auch gewohnt seid, schaue ich dieses Wochenende wieder drüber, was er dabei hat und gebe meine Expertise zu den ich einzelnen Exos ab. Also. Dabei hatte er immer ein exotisches Engramm, das machen wir da ganz am Ende auf. Dann hat er schwarze Klaue dabei, ist eigentlich ein ziemlich ziemlich cooles Exo. Wenn ihr sie noch nicht habt, ich würde sie definitiv holen, denn wir haben hier für jede zweite Power Schwertkill wird Schwertmunition gewährt, ist ganz cool, damit wir ein bisschen mehr Muni haben. Dann, äh, ähm, also ja, rechte Maustaste drücken, ein schwerer Projektilangriff abfeuern. Schwere Angriffe sind bei voller Energie stärker. Es ist so, diese dieses Schwert kann ein Projektil werfen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit mit der schweren Taste ein Projektil zu werfen, das auf die Feinde zufliegt. Es ist also nicht nur ein Nahkampfschwert, sondern ihr könnt auch Projektile werfen. Ist ein bisschen anders vom Spielstil her. Wenn ihr also gerne mit Schwerter unterwegs seid, holt es euch. Die einen oder anderen meiner Teammates im PvP spielen das Schwert auch sehr gerne im PvP, weil es auch da gar nicht mal so schlecht ist wegen den Wurfprojektilen. Und ihr könnt natürlich um Ecken gucken mit dem Schwert. Das heißt, grundsätzlich, wenn ihr es noch nicht habt, ich würde es holen. Ist ein gutes Schwert, ist einzigartig in der Art und Weise, wie man spielt. Von daher von meiner Seite eine Empfehlung. Dann für die Jäger die Exo Arme mit einem 63er Gesamtwert. Ist in Ordnung, ginge besser. Aber die Exo an sich ist cool. Treffer und Kills mit Klingenfeuer geben Super Energie zurück, nachdem die Super endet. Also, wenn ihr Solar spielt und Klingenfeuer als Super aktiv habt und ihr die Super, zum Beispiel im PVE oder PVP, auf Feinde einsetzt, ihr landet Treffer oder macht auch Kills sogar noch damit, dann kriegt ihr einen Teil der Super zurück. Spielt ihr also gerne Solar mit Klingenfeuer, Probiert es aus, ist gar nicht mal so schlecht. Im PVP eine Zeit lang sehr dominierend gewesen, weil die Leute, die Exo anhatten, Klingenfeuer auf die Feinde haben Großteile Super wiedergekriegt. Wurde ein bisschen genervt, ist aber nach wie vor noch brauchbar. Ich finde es für PVE ganz cool. Wenn man viele Feinde hat, Klingenfeuer reindonnern und dann einfach gemütlich die Super wiederkriegen. Oder ein Großteil davon zumindest. Dann für die Titanen mit einem 62er Gesamtwert. Auch nicht wahnsinnig hoch. Ja, alles was Richtung 70 geht, ist gut. Alles, was Richtung 60 geht oder drunter ist, ist nicht so gut. Aber trotzdem, wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr sie ja mal holen. Also. Hier haben wir verbessertes Rutschen, nach dem äh, Sprinten zu rutschen, reflektiert für kurze Zeit eingehende Projektile. Ja, das beinhaltet auch Raketenwerferschüsse, Schwertgeschosse, zum Beispiel falls man jetzt das Exoschwert gegen sich hätte. Man kann sogar eine Super reflektieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Für PvP sorgt es für ganz, ganz witzige Momente, aber die Zeitspanne, wo dieses Reflektierschild da ist, ist relativ kurz. War früher etwas stärker, wurde früher im PvP sehr, sehr häufig gespielt, mittlerweile etwas genervt, macht trotzdem Spaß, gerade wenn so ein Moment entsteht. Ich sag's mal so, wenn man mit Schrotflinten unterwegs ist und so das auf die Feinde zurutscht, kann man die mitnehmen, kann dann mit der Schrotflinte sehr aggressiv spielen im PvP, ganz cool. Für PvP also durchaus geeignet, PvE-technisch ja eher weniger weil wir weniger in eine Situation kommen, wo wir echt große Projektile abwehren können. Gibt vielleicht vereinzelte Ausnahmen, aber PvP, da macht sie definitiv Spaß. Eine Empfehlung von meiner Seite her, wenn man ein bisschen Abwechslung braucht im PvP. Dann für die Warlocks mit einem 60er Wert, der leider ein bisschen sehr tief ist, haben wir hier diesen Exo-Helm. Waffentodesstöße mit einem Schadenstyp, der deinem Fok deiner Fokusenergie entspricht, gewährt Todeskampf, wodurch du einen Schadensbonus für Granaten sowie Granatenenergie erhältst. Wenn Todeskampf aktiv ist und du eine Granate wirfst, erhalten Verbündete in der Nähe für eine kurze Zeit stark erhöhte Granatenregeneration. Ihr merkt schon, für PvE durchaus geeignet. Im PvP sehe ich weniger Anwendungsmöglichkeiten. Ich habe es jetzt nicht viel ausprobiert, aber rein von der Beschreibung her sieht es mir für PvE nach einer nicht allzu schlechten Exo aus, weil ihr Teammates unterstützen könnt. Da gibt es sicher coole Kombinationen, um die Granatenaufladezeit auch für die Verbündeten zu steigern und äh, um den Schaden bisschen zu erhöhen man spielt also ich sehe nicht viele im PvE damit rumrennen, aber eben man kann da schöne Builds machen. Ja, es ist jetzt kein Must-have, sage ich mal, aber es ist eigentlich recht nice mit der Fähigkeit. So lassen wir es mal stehen. Gut, bevor wir gleich zu den Waffen kommen, mein Werbepartner, den ich hier noch vorstelle, wieder mal Hashtag Werbung, ne? Ich bin gepaart mit denen. Die machen leckere Energy Drinks zum selber mixen, also Holy Energy oder sogar Eistees zum selber mixen. Holy Eistee. Wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr in der Beschreibung mal auf den Link klicken. Habt hier noch einen Rabattcode, wo das Ganze ein bisschen günstiger ist. Gibt einen neuen Geschmack, der da hier abgeblendet ist oder ja, den ihr seht. Sowohl ein Eistee als auch ein Energy. Ihr haben sogar auch Testpacks. Ihr könnt also einfach mal ein Testpack bestellen, gemütlich rein probieren. Da dürften 14 Proben, verschiedene Proben drin sein. Also 14 Proben drin, sieben verschiedene Geschmäcker. Jeder Geschmack dann zweimal. Da könnt ihr euch durchtesten, wenn ihr sagt: Cool, ich will es mal ausprobieren. Mit dem Rabattcode könnt ihr noch ein bisschen was sparen. So, dann kommen wir zu den Waffen. Wie immer, ich fliege hier drüber. Und äh, wenn ich was sehe, was gut ist, dann sage ich es. Und wenn ihr was gut seht, wenn, wenn ihr was Gutes seht in der Community, dann haut es sehr gerne in die Kommentare. Ich habe auch nicht den kompletten Überblick über alle legendäre Waffen. absolut einen groben Überblick. Von daher bin ich sehr auf eure Hilfe angewiesen oder freue mich über die Hilfe, ich sag's mal so. Das Ding hier zum Beispiel sieht gar nicht mal so schlecht aus für PVE. Mit Voltschuss zusammen könnte die, ja, ich sag's mal so, Pistolen sind im PVE erstaunlich gut. Gefühlt ein bisschen unterschätzt, liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten MPs spielen, aber das Ding hier könnte tatsächlich was hermachen. Da würde ich ein Auge drauf haben, mit Voltschuss zusammen sehr, sehr nice. Wenn ihr die noch nicht habt, weil ihr zum Beispiel die Season ausgesetzt habt und die nicht craften könnt, das Ding hier taugt für PvE definitiv was, gerade mit schnellem Nachladen. Mit Woltschuss. Ja, würde ich holen, wenn man noch keine gute hat. So, dann die Scharfschützengewehre, Libelle, Schnappschuss. No, Libelle bin ich nicht so Fan von. Auf den Waffen drauf. Pt. Mobile, einer für alle. Ja, gut, mit schnellem Nachladen. Gibt es auch bessere. Und hier. Killclip auf dem Raketenwerfer, auch eher nicht für PvE. Ich glaube, die Pistole ist aktuell das, was man holen sollte. So, dann Falkmond, wie immer, blitzen wir schnell drüber. Dann Erzählung eines Toten, auch hier machen das Grämmchen noch auf und dann war es das auch schon von dem Leben. So, 62er Wert, das Ding geht weg. So, das war der liebe Xur. Ihr wisst, was zu tun ist. Ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen, wenn ihr sagt, hey, die und die vielleicht auch ganz gut. Feedback da lassen. Bei meinem Werbepartner vorbeischauen. In der Beschreibung ist er verlinkt. Schaut gerne vorbei. Ist wirklich ein cooles Produkt. Bin jetzt schon länger mit Ihnen gepartnert. Von mir eine wärmste Empfehlung. Sonst würde ich natürlich auch nicht Werbung dafür machen. Und dann war es das auch von dem lieben Xur. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.